Wirtschaft TV, der Podcast mit Informationen aus erster Hand von Wirtschaftslenkern, Top-Experten und Politikentscheidern. Willkommen zu Manager Review bei Wirtschaft TV. Wenn Sie künstliche Intelligenz noch nicht professionell einsetzen, dann haben Sie wahrscheinlich trotzdem schon erste Versuche mit ChatGPT unternommen oder zumindest Assistenzsysteme, ihre Smartphones oder ähnliches genutzt. Mittlerweile nimmt KI eine bedeutende Rolle in der wirtschaftlichen und personellen Entwicklung ein. Und sie kann auch heute schon einen persönlichen Mitarbeiter ersetzen, gerade für Solopreneure, sagt Nico Lehmann, CEO und Gründer von Augendo. Herr Lehmann, wie lange können Manager oder Selbstständige denn sich noch drum drücken, wenn sie bisher mit KI noch nichts zu tun haben wollen? Also ganz ehrlich, normalerweise gar nicht mehr. Wir Unternehmer, wir sind alle dabei. Wir sind sehr lange auf der Arbeit teilweise. Und gerade Solopreneure haben sehr, sehr viele Aufgabenbereiche, wo sie sehr viel Zeit drin verbringen. Und für uns ist es sehr wertvoll, wenn wir auch mal ein bisschen ja, eher Feierabend machen können, unseren Fokus bei der Sache haben und gerade da sehe ich einen riesigen Anwendungsbereich für künstliche Intelligenz, wovor wir uns nicht unbedingt drücken sollten. Und wenn es noch jemand macht, dann wäre das der perfekte Anstoß, sich dann mal auch zu informieren und mal mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ja, es scheint so zwei Hauptgruppen zu geben, habe ich den Eindruck so im eigenen Umfeld. Einmal die, die sagen, wow, ja klar, seit November 2022 dabei, ich auch sofort und, und sofort, damit es auch weitergeht, unbedingt Bezahlaccount ab da, wo es geht und, und alles mitnehmen und mit Journey und für Bilder und so weiter, alles, was man machen kann. Und dann andere, die sagen, ja, ich weiß noch nicht, also ich will das nicht so richtig. Also die die wirklich da damit eigentlich gar nichts zu tun haben wollen. Wie wie kommt das, dass es da so eine so eine Zweiteilung gibt? Ja also es gibt ja immer so diese zwei Lager in unserer Gesellschaft gell? das ist ja stark verbreitet und was ich sehe ist viele Menschen sind gerade bei dem Thema Inspiration dabei dass sie dann sagen okay, ich brauche jetzt unbedingt diesen Premium Account und auf der anderen Seite sind dann die Menschen die halt noch ein bisschen ja Angst haben vielleicht auch ein bisschen verschlossen sind dem Thema gegenüber und das wird ein sehr sehr großer Faktor sein, warum viele Menschen das Thema noch nicht so ernst nehmen auch ist oder haben wir festgestellt dass viele gar nicht den, den Mehrwert überhaupt sehen, den KI in eine Firma bringt, gell? gerade dieses Thema Zeitersparnis haben viele noch gar nicht so auf dem Schirm. Okay, das kann natürlich ein wesentlicher Punkt sein, dass Leute sagen, Mensch, ich habe schon so viel zu tun, da habe ich für solche Spielereien gar keine Zeit. Wie, wie können denn vor allem Soloselbstständige, sagen wir mal, weil das ist ja wirklich was, wo jemand eigentlich alles macht und dafür normalerweise keine Zeit hat, das im Alltag sinnvoll nutzen, KI? Ja, also gerade bei drei Aufgaben ist es so, dass Solopreneure da sich sehr viel Zeit ersparen können in den administrativen Tätigkeiten, was E-Mails angeht, was den Kalender angeht. Äh, da kann man sehr viel Automatisi Aut <laughs> Automatisierung mit reinstecken, um sich da viel Zeit zu ersparen, dass man sagt, gut, mein Kalender automatisiert geht er alles selber durch und ich kann da mich ein bisschen rausnehmen. Der zweite Punkt ist Akquise oder ja, Kundenbetreuung. Dass ich in der Kundenbetreuung mir zum Beispiel keinen Jetbot, den wir alle ja schon kennen, geht, dann ist man auf dieser Seite und kriegt kein vernünftiges Ergebnis mehr, sondern dass man dann richtig eine KI dahinter setzt. Das funktioniert mit ChatGPT schon und dann vernünftige Antworten kriegt. Die auf das Unternehmen zugeschnitten sind. Hatten wir letztens einen Heizungsbauer zum Beispiel. Ja, sagen Sie mal gerne ein Beispiel, wie das in der Praxis aussehen kann. Genau. Wir hatten einen Heizungsbauer und er hat gesagt, ich bin jetzt Solopreneur und werde am Samstag noch von meinen Kunden angerufen wegen einem tropfenden Wasserhahn. Und da habe ich einfach nicht die Zeit für. Ich möchte ein bisschen mehr Zeit mit meiner Familie verbringen und am Samstag auch wirklich meine Büroarbeit fertig bekommen. Was kann man denn da überhaupt machen? Ich als Handwerker mhm. kann doch eh keine KI nutzen. Und da haben wir dann natürlich mal nachgehakt. Und da gibt es verschiedene künstliche Intelligenzen, zum Beispiel am Telefon, dass man sich dann mit der Intelligenz unterhält, dass man direkt den ja, Termin in den Kalender reinbuchen kann ja. beim Handwerker, damit man gar nicht irgendwie groß dann noch rum telefoniert. Mhm. Oder zum Beispiel auch das Thema ähm, diesen Chatbot online. Dann kann man diese KI fragen, warum tropft der Wasserhahn? Die KI hat schon die notwendigen Informationen vom Handwerker bekommen und kann dann direkt die Anleitung geben, professionell, Schritt für Schritt, damit es jederlei ausführen kann. Und so kann man es auch ja. beim Handwerker sehr gut integrieren. Das ist dann was ganz anderes, aber als diese altbekannten Chatbots, an denen man schnell verzweifeln kann. Ne? Also, das ist wichtig, das zu differenzieren. Das kennen ja schon viele. Und dann sagen sie, bitte, da ist noch kein Stichwort, das ich verstanden habe: ne? Tropfender mhm. Wasserhahn. Und dann, dann äh, kommen manchmal irgendwelche Sachen, die, ja, die die Kunden eher abschrecken, wahrscheinlich. Das lässt sich aber jetzt mittlerweile ganz anders programmieren. Ne? Ja. Das ist nicht wie in den typischen Telefonschleifen, dass man dann ewig nochmal seine Nummer nachholen ja. muss und so. Das ist wirklich so, dass das die künstliche Intelligenz erkennt. Genauso auch bei der Schrift. Sie denkt wirklich nach und gibt keine vorgefertigten Antworten raus, sondern mhm. es ist wirklich eine gewisse Datenbank dahinter, die überlegt und gibt eine ja, sinnvolle Antwort, bei der man nicht noch ewig dran rumprobieren muss. Oh ja, sehr gut. Ein Haken ist natürlich, es gibt ja schon Gruppen, die haben sich früh dafür interessiert mhm. es gibt inzwischen diesen Enkeltrick ne? also früher war das noch äh, per WhatsApp schreibt dann jemand ursprünglich mal von Hand schreibt sie an äh, oma Opa oder so ich brauche Hilfe Geld oder sowas In, inzwischen geht es ja schon so weit dass mit der Stimme teilweise angerufen wird von denjenigen also gibt ja viele Möglichkeiten und äh, es gibt natürlich auch manchmal Sachen die einfach schief gehen können noch technisch mhm. also wo die KI doch Fehler einbaut also es muss in irgendeiner Form was reguliert werden, aber was denn? Was würden Sie sagen, wie viel muss reguliert werden und mhm. wie viel braucht man da Freiheit? Ja, also nochmal um dieses Thema ähm, Gefahr aufzufassen, sage ich mal. Ja. Okay. Es ist wirklich so, dass wenn man sich jetzt nicht mit künstlicher Intelligenz auskennt und sowas noch nicht erkennen kann, dass es natürlich in den falschen Händen ähm, ja falsch benutzt werden kann zurzeit. Mhm. Okay. Wenn jetzt aber jemand versucht künstliche Intelligenz wie zum Beispiel ChatGPT, was die meisten kennen, etwas Negatives zu entlocken, dann sagt ChatGPT inzwischen mache ich nicht. Gibt es von mir keine Antwort. Soweit sind wir da schon. Und ähm, das Gleiche ist es jetzt natürlich auch bei den Regularien. Es geht schon so weit, dass mir Fragen gestellt wurden. Okay. Ähm, oder es gab den Fall auch: Eine künstliche Intelligenz und so Chatbot hat dann etwas verkauft. Mhm. Okay? Und das war dann der Porsche für irgendwie zehn Euro oder sowas. Oh. Und ähm, all sowas wird jetzt auch rechtlich gerade komplett neu überdacht. Die ganzen ja. Versicherungen geneuern diese Sache ran, dass man sowas mit einnimmt. Und inzwischen sind wir auch so weit, dass man sagen kann, gut, wir halten den Chatbot und ähnliches von sowas ab, damit er sowas nicht mehr machen kann. Der hat die Erlaubnis dazu nicht mehr. Und dann kann auch sowas nicht mehr fürs Unternehmen passieren. Wer sich jetzt für das Thema interessiert, wer zugehört hat und sagt, okay, vielleicht kann ich ja damit doch arbeiten, wie könnte der anfangen? Was könnten so die allerersten Schritte sein? Also die allerersten Schritte, auch für die Leute, die sagen, gut, ich habe nicht ganz so viel Zeit, gell? ich bin den ganzen Tag mit meinen Aufgaben voll. Ich würde den Leuten wirklich raten, nehmt euch abends ein, zwei Stündchen Zeit, mal zwei Abende, das sind vier Stunden, die kann wirklich jeder mal investieren in sich selbst. Und schaut sich an, welche künstliche Intelligenz passt zu meinem Unternehmen, zu meiner Branche. Und für die, die sagen, gut, ich bin nicht so der Alleingänger, gibt es Workshops. Da kann man wirklich abends reingehen. Das sieht man häufig. Wir bieten auch einen eigenen an. Und äh, da kann man sich die Informationen zu selber ziehen. Und ähm, da habe ich auch noch ein sehr, sehr interessantes äh, Thema zu. Und zwar, viele Unternehmen, damals schon vor ein, zwei Jahrzehnten, als ja. das Internet frisch dazu kam, die haben auch gesagt, ich brauche das Internet nicht. Und jetzt mal die Frage an Sie. Wie viele Unternehmen kennen Sie, die das Internet heutzutage nicht nutzen? Ja. Weil Sie, das ist so unausweichlich, mit KI zu arbeiten, genau. sich damit zu befassen jetzt? Genau. Ja. Also, es ist unausweichlich und wird langfristig unumgänglich sein. Es stecken ja auch, also ich kann ja auch diejenigen beruhigen, die sagen, ja, aber ich bin ja gar kein Fachmann oder so. Also, man kann ja auch beispielsweise ChatGPT fragen, was kann ich mit dir anfangen? Dann wird wahrscheinlich irgendeine Rückfrage kommen, was hast du für einen Beruf, was willst du oder für ein Problem. Also, die, die, die Hilfe fängt ja im ersten Moment an schon. Ne? Ja, also das ist ein super Punkt. ChatGPT kann man selber fragen. Es geht so weit, dass ChatGPT einem sogar ähm, sagt, wie man ChatGPT fragen soll, um bessere Antworten zu bekommen. Selbst das, also, ja. Selbst das geht. Okay, dann äh, haben Sie wahrscheinlich einigen Menschen Mut gemacht heute. Vielen Dank, Nico Lehmann. Das war der Manager Review bei Wirtschaft TV.